Wenn Moritz Lampert sich die Bilder der vergangenen Monate anschaut, ist er zufrieden. Seine zweite Saison als Golfprofi spielte er auf der Challenge Tour, die für ihn Erfolg und vor allem lehrreich war. Auf der Challenge Tour, wir reisen fast genauso viel wie auf der European Tour, nur wir spielen für 10% vom Preisgeld. Also man muss gut spielen, um überhaupt die Kosten zu decken, und sind viele gute Spieler mittlerweile. Viele Ex-Tour-Spieler, Ex-Tour-Sieger, die wirklich einfach nur kämpfen, um wieder so schnell wie möglich auf die Tour zu kommen. Das heißt, die Competitiveness insgesamt auf der Challenge Tour ist sehr hoch und das Scoring ist ziemlich niedrig. Der St. Leon Roter holte trotzdem 3 Turniersiege im österreichischen Kärnten, Spanien und Aserbaidschan. Damit stand bereits im Sommer fest, Lampert kehrt auf die European Tour zurück. Mein Ziel war eigentlich, so in die Rolex Trophy zu kommen, die Top 45. Das war die 2 Wochen danach, nach Aserbaidschan. Und dann musste ich gar nicht mehr hin. Das war so ein bisschen, ja. Ich hatte mein Ziel schon im August erreicht, was schon Anfang des Jahres ein hochgestecktes Ziel war. Und das war so ein bisschen schon eine Genugtuung, dass es dann so früh direkt geklappt hat. Mit dem Erfolg kamen die Sponsoren und die öffentlichen Auftritte, wie bei der One Year To Go Party anlässlich der Solheim Cups. Eine ganze Reihe großer Unternehmen unterstützt den erst 22-Jährigen. Für Lampert Anerkennung und Ansporn zugleich. Einmal ist es für mich eine Anerkennung für meine Leistung, was ich in den letzten Jahren und auch als Amateur alles erreicht habe. Und ich bin super froh, weil ich durch die großen Sponsoren, ich habe auch Kontakt zu anderen Sportlern aus anderen Sportarten habe und auch viel von denen lernen kann. Ist einfach was Besonderes, mit Franz Beckenbauer oder Franz Klammer mich auszutauschen und dann rauszufinden, okay, auch wenn der Fußballer ist oder Skifahrer, am Ende ist die innere Motivation von jedem die gleiche. Am Ende wollen wir alle das Gleiche, und zwar einer der Besten der Welt sein. Um ähnlich gut wie Lampert zu werden, gibt er allen DriveTV-Zuschauern einen exklusiven Tipp. Immer hart arbeiten, auch wenn das Wetter jetzt draußen kalt ist und schneit. Wenn man Bälle schlagen geht, man wird besser und man hat jetzt auch genug Zeit, vor allem wenn man jung ist, vielleicht an der Technik und am Körper noch viel zu arbeiten, wenn die Saison erst im März oder im April losgeht. Und jetzt ist wirklich die Phase, wo man gut werden kann, also raus auf die Range, Bälle schlagen, ins Fitnessstudio, und dann wird es was. Gesagt, getan. Moritz wird über Weihnachten viel trainieren, um auf der European Tour zu bestehen. DriveTV wünscht ihm dabei viel Erfolg.